Hi meine Lieben, ich habe mal wieder einen Sustrene-Grene-Haul, denn ich war, den Haul habe ich glaube ich schon hochgeladen, bei Tiger gewesen. Die hatten eine Aktion, alles für 1 Euro am 18.10. Da war ich in der Schönhauser Allee-Arkaden, in den Schönhauser Allee-Arkaden in Berlin und da ist auch ein Sustrene drin und dann gehe ich da natürlich auch rein. Ich zeige euch, was ich gekauft habe. Und zwar hier einmal so Stanzteile, 6 Stück Schneeflocken für 1,83 Euro. Und eine zweite Packung noch. Diese ist dieselbe. Dann habe ich hier, ich habe jede Menge Standschablonen. Das ist eigentlich ein Schmuckhalter. Standschablonen, die zu groß sind für meine Variante, wie ich Stanzen sortiere. Und die will ich hier anhängen. Und dann an meinem Schreibtisch, an meinem Basteltisch drapieren. Hat 8,28 Euro gekostet. Oder eben auch für Schmuck, wo man dann hier noch Sachen reinlegen kann und so weiter und so weiter. Dann habe ich eine zuckersüße hier Schablone gefunden für 84 Cent, wo man so auf der Karte mit Stempelfarbe diese Fußabdrücke gestalten kann. Und ich fand es jetzt ideal zur Weihnachtszeit, wie der Weihnachtsmann heimlich durch den Schnee tappelt. Dann will ich mal testen, mal schauen, eine kleine Schneidemaschine. Also die ist auch tatsächlich nur 22 cm. Man kann aber da ein DIN A4 Blatt mit zerschneiden. Das ist ja 21 cm. Hat gekostet 2,66. Dann habe ich Sticker entdeckt. Thema Weihnachten. Hier solche tollen Tannenbäume mit Gold und Kraftfarben für 98 Cent. Und auch in Rot. Das ist so auch hier. So wie Wellpappe, so ähnlich. Das. Weiter geht's mit Sticker. Diese hier, Transparenzsticker. Also die sind clear im Hintergrund für 69 Cent. Ich glaube, da ist auch nur ein Bogen drin. Diese. Thema Weihnachten habe ich diese Sticker noch entdeckt. Da sind mindestens, genau, 2 Bögen, steht ja da oben. Da steht's. Mit so Gold foliert und das sieht auch so, ne, so ein bisschen wie Holzoptik im Hintergrund aus. Sehr schön, für 98 Cent. Von diesen Stickern habe ich hier auch nochmal welche zum Thema Herbst entdeckt. Die haben auch 69 Cent gekostet. Dann habe ich diese hier entdeckt. Die sind auch clear. Für 1,08 Euro. Wo man natürlich super schön schwarze Karten gestalten kann. Das. Dann habe ich hier so Tag-Anhänger. 10 Stück sind da drin für 1,23 Euro mit einem zuckersüßen Elch drauf. Dieses. Das war woanders. Dann habe ich hier, und da dachte ich mir, eventuell eine Albumseite gestalten, eine Tür. Für 1,84 Euro. Und da dachte ich, wenn man die dann so aufmacht, ist da halt noch ein Foto hinter. So, ne? Mal schauen. Vielleicht so auch nur in der Größe irgendwie das Album. Mal gucken, da lasse ich mir was einfallen. Wo war das denn? War das auch? Ach nee, genau. Da klemme ich mal gleich noch zwischen. Warte. Weitere Papierstrohhalme durften mit, weil ich sie sehr neutral von der Farbe her fand. Da sind 12 Stück drin für 1,39 Euro. Dann, ganz witzig, habe ich ein Falzbein bei Sustrene gefunden. Auch richtig groß. Also ich würde behaupten, mindestens 20 cm. Warte, wir können ja messen. 21 cm, fast, na, 20,5 cm, tatsächlich. Für 83 Cent. Finde ich keinen Preis. Kann euch jetzt natürlich nicht sagen, Falthilfe. Ob das, was das für ein Material jetzt ist, das weiß ich natürlich nicht. Dann habe ich in der Backabteilung für 2,80 Euro so Kuchenfolie, nennt sich das. Warte mal, ja, Kuchenfolie. 8 mal 10 Meter. Mein Plan ist, damit Schüttelkarten zu gestalten. Mal schauen. Also ich weiß, ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr jetzt backt, was macht man damit beim Thema Kuchen? Ich weiß es nicht. Weil es ja einfach nur Folie. Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall da mal gucken, ob man da Schüttelkarten drauf basteln kann. Und, ah, das habe ich noch. Ah, das war jetzt leider bei Tiger. Naja, egal. So, Farbe, Watercolor in Schwarz. Gab es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich verlinke euch mal den Tiger Haul auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, da kam alles 1 Euro. So, die Tüte ist leer. Dann schummel ich mal noch Nanunana rein.
Da habe ich Sticker entdeckt, hier so Glitteraufkleber, 15 Stück Sterne in Gold für 75 Cent. So rosafarbene Herzen, 75 Cent. Rote Herzen und silberne Sterne. Und dieses Set hier noch. Da fand ich die Tannenbäume sehr, sehr schön. Das hat 1,50 Euro gekostet. Und dann war ich bei Nanunana. Ach Quatsch, da ist es Nanunana. Dann war ich bei Rossmann und da habe ich diese hier entdeckt. Die habe ich schon mal bei Idee gesehen. Ist ja hier in Berlin in der Wilmersdorfer Straße. Ja, war immer so, ich glaube, wartet mal, 5,99 oder was kosten die? Ich habe leider keinen Bon mehr. Und aber bei Rossmann gibt es ja immer mal wieder in der App 10%. Und da dachte ich, na gut, für 10 Cent nimmst du es mit. Das ist so Postkarten, glaube ich, genau. Theoretisch. Aber natürlich auch wunderschönes Motivpapier. Sind immer jeweils zweimal. Ach nee, warte mal. Dreimal. 1, 2, 3. Genau. Dieses hier. Auch richtig schön. Oder auch zum Thema Bullet Journaling. Abmalen oder so. Dieses hier. Und ein weiterer Block. Warte, zeige ich euch sofort. Muss ich nur auspacken. Und zwar diesen hier. Den fand ich auch sehr schön. So sehr floral. Erinnert mich ein bisschen am Style von HEMA. Und passen auch gut zusammen, die beiden Blöcke, finde ich. Ja, das war der. Achso, und dann, ganz, ganz wichtig, habe ich bei Sustrene Grene ein Bullet Journal entdeckt. Allerdings ein bisschen falsch von der Machart. Oh, mir fällt schon auseinander. Naja, nicht so schlimm. Weil Bullet Journal ist ja eigentlich etwas, was man sich komplett selbst gestaltet. Dieses hier ist komplett fertig. Also wer da nicht so gewandt ist mit selber Zeichnen oder so, ist das vielleicht eine gute Alternative. Hier kann man seinen Namen eintragen, hier kann man noch ein bisschen malen. Hier sind Bücher, die man gelesen hat, Filme, die man geschaut hat. Also so baut sich im Prinzip ein Bullet Journal auf. Dinge, woran man sich gerne erinnern möchte, Orte, die man besuchen möchte. Schöne Sprüche, die man so irgendwo liest oder so. Großartige Ideen. So, und dann geht's los mit Januar. Hier hat man dann die komplette Monatsübersicht, wo man sich die Tage noch selbst eintragen kann. Also ein bisschen kann man natürlich schon noch selbst gestalten. Und dann beginnen die Wochen, wo man dann hier so Ziele, To-Dos und Notizen eintragen kann. Hier so wöchentliche Habits sind immer so Dinge, die man die Woche schaffen will. Wie zum Beispiel 10.000 Schritte laufen, 5 Gläser Wasser trinken und, und. Und das kann man sich halt hier eintragen und dann in der Woche ankreuzen, wann man es gemacht hat. Instagram-Foto hochladen oder, oder. So, dann geht der Februar weiter. Und dann ist das komplette Jahr so aufgebaut, immer mit anderen Themen. Wartet mal, was haben wir hier hinten noch? Ja, Mood Tracker ist genau, das ist so, da kann man seine Stimmung für einen Monat eintragen. Also da kann man hier zum Beispiel 6 verschiedene Rottöne und von glücklich bis traurig verschiedene Rottöne eintragen und dann immer die Tage ausmalen, wie man sich gefühlt hat. Und dann sieht man, wie der Monat, wie man da so drauf war. Das ist ein Mood-Tracker. Ja, und wie gesagt, das ist... Oh, warte. Ja, genau. Die sind halt jeden Monat anders gestaltet. Immer mit den kompletten Tagen. Und dann hat man halt am Ende ein komplett ausgemaltes Bild, was mal bunt und mal nicht so bunt ist. Und ja, auf der letzten Seite, genau, endet es dann mit Dezember. Genau. Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Oder vielleicht auch als... Anregung, um eins selbst zu gestalten. Das hat, weiß ich nicht, wie viel gekostet. Tatsächlich kein Preis, aber ist von Sustrene. Da seht ihr es. Ich weiß es leider nicht. Wartet mal, ich habe hier den Bon. Puh. Ob ich das finde? Wartet. Ist ja alles auf Englisch hier. Bullet Journal. 6,88. Naja, das geht. Und, diesen Stickerbogen, wo ich euch am Anfang den anderen schon gezeigt habe, hier mit Merry Christmas, oh, falsch, so, Merry Christmas und so weiter und so weiter. So, jetzt sind wir aber tatsächlich am Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.